Ein Kassenerfolg und nominiert für die Oscars. Die Eiserne Lady mit Meryl Streep als Margaret Thatcher setzt die jüngste Erfolgsgeschichte des britischen Kinos fort. Gerade diesen Film über seine Vorgängerin mag David Cameron allerdings nicht. Der konservative Premierminister will mehr Kassenschlager vom Typ, wie sie auch sein Namensvetter, der US-Regisseur James Cameron, produziert, aber eben aus Großbritannien. Mit Filmfördergeldern will die Regierung in London verstärkt die breite Masse erreichen. Für viele Experten der falsche Weg. Wenn man die Probleme der britischen Filmindustrie wirklich angehen will, muss man unabhängige Kinos unterstützen. Kinos, die anderes zeigen als den Hollywood Mainstream. Denn der verhindert, dass britische Filme in die Kinos kommen. Aus Großbritannien kommen zwar schon Blockbuster von James Bond bis Harry Potter, aber die meisten werden von Hollywood-Studios finanziert und die nehmen auch die Profite mit. Die britische Filmförderung speist sich unter anderem aus den Lotterieeinnahmen. Wer die Fördergelder kriegt, auch das gleicht einem Lottospiel. Die Regierung Cameron will das System umkrempeln. Darum wächst die Sorge um das anspruchsvolle Kino. Rebecca O'Brien produziert Filme von Ken Loach, der schon viele wichtige Preise holte. Im jüngsten Bericht zur britischen Filmindustrie heißt es, erfolgreiche Produktionsfirmen sollen belohnt werden, wenn ihre Filme Geld bringen. Cameron sagt aber etwas anderes. Tatsächlich sollte es in der Industrie mehr Vielfalt geben. Das wäre etwas Gutes. Mehr als 4 Milliarden Euro bringt die Filmindustrie der britischen Volkswirtschaft jedes Jahr. Durch noch mehr Kassenschlager aus heimischer Produktion sollen die Umsätze steigen. Doch die Zauberformel dafür hat auch die Heimat von Harry Potter noch nicht gefunden.